Abend. Say goodbye. I didn't want to see you cry. Now look what I've done. I didn't want to make a mess. I broke your heart and I confess I'm the guilty one. How I need to hear you so softly, hear you say anything. Every single tear you shed when it kills me. Oh, she'll never see what this is life without you. Learning how to miss you. Guess I need to know how it feels like this is life without you. I don't know who to turn to. Everything I know is said is goodbye. Said it's goodbye. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, erst einmal einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns natürlich auch sehr, hier zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Föhrer, als jemand, der von einer Insel kommt, ist der Anblick von Strandkörben eigentlich so der schönste Anblick, den man haben kann. Und Dankeschön. Und den nächsten Song haben wir geschrieben, weil wir immer gefragt worden sind, als Föhrer, wie ist denn so der Sommer auf Föhr? Und da kann ich nur sagen, ihr müsst jetzt einfach mal die Augen zumachen. Ihr sitzt ja schon im Strandkorb. Macht die Augen zu. Stellt euch vor, es hier ist Sand,
Strand, weißer Strand, Meer vor euch. Und so klingt dann der Sommer auf Föhr. Und wenn ihr ganz gut drauf seid, dann knipst ihr jetzt auch ein bisschen mit, schnippst sogar mit. Dankeschön. Und Dankeschön. Und ganz vergessen, bevor jetzt jemand sagt, die Stanford-Jungs sehen ja ganz verändert aus. Ich habe das so gut auf einmal auch aus. Das stimmt. Aber hier ganz zu meiner Rechten, das ist keiner von den Stanford-Jungs, sondern das ist unsere Schwester, die uns begleitet hat heute. Weil ein ganz, ja, kleiner Applaus. Hallo. Weil es natürlich ein besonderer Tag ist und weil wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf der Bühne standen, haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Backup. Vielen Dank, Lisa. Danke auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich euch hier so in diesen Strandkörben sehe,
als Führer kann ich euch 100% garantieren, dass meine schönsten Erinnerungen, die ich an meine Jugend habe, in einem Strandkorb passiert sind. Also das ist einfach so. Also darum drücke ich euch die Daumen noch für heute Abend. Den nächsten Song kennt ihr vielleicht, der heißt Wishing You Well. Thoughts of you, my hand clenched while I write it down. Will these words catch flight? I wish life was a starlit sea with gritted light set perfectly. Wishing you. Stay shit!
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Die Stand for Jungs und Schwester heute Abend in Eutin. Musik, wie ist das? Musik ohne Live-Auftritte ist wie? Bitte? Musik ohne Live-Auftritte ist wie? Das ist wie Live-Auftritte ohne Musik. Also es ist einfach nicht vorstellbar oder nicht. Macht auch keinen Sinn. Helge Schneider, es war ja in letzter Zeit so, viele Künstler, Kollegen von euch sind im Autokino aufgetreten. Ja? Also da kein Publikum, sondern ganz viele Autos. Und Helge Schneider hat gesagt, nö, mache ich nicht mit. Also ich gebe auch kein Konzert, wo die Menschen irgendwie 1,5 Meter Abstand haben müssen. Ich finde das persönlich eine relativ arrogante Haltung. Er kann sich es wahrscheinlich leisten. Wie steht ihr zu so einem Statement? Ich weiß es nicht. Also was ich auf jeden Fall aus diesem Abend mitnehme, ist, dass tatsächlich auch, wenn man im Strandkörben sitzt, man einen schönen Abend haben kann und auch ein schönes Konzert haben kann. Wir zum Beispiel haben eigentlich geplant, wir hatten ein Konzert geplant dieses Jahr und das war auf unserer Insel Föhr am Strand und das wurde abgesagt leider. Ja. Aber wenn ich das jetzt hier so sehe, denke ich, vielleicht machen wir es doch. Ja, super. Warum nicht? Stand for, herzlichen schön, Dank. Schön, dass ihr wart. So, und jetzt kommen wir zu zwei Künstlern, die man normalerweise definitiv nicht auf der